Hey! Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und wir zerstören heute eine Level 10er Arena. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute am Start und wir greifen, okay, erst Team Gelb. Also keine Ahnung, er wird nicht mitspielen, Opfersohn. Also sind wir jetzt, okay, wir sind 5 Leute aus Team Blau und wir greifen jetzt alle zugleich an. Ich habe mir jetzt extra ein paar Pokémon rausgesucht aus der zweiten Generation, zum Beispiel Octillery oder Granbull oder Sakura. Und dann habe ich noch meinen Relaxo, Glurak und hier einen Kokowai. Seid ihr bereit? Jo. 3, 2, 1, go. Leute, ich bin echt gespannt, ob wir das jetzt schaffen, aber ich denke mal schon, es sollte eigentlich kein Problem sein. Und ich will auf jeden Fall mal die neuen Pokémon fighten sehen. So, Sakura gegen Aquan. Ich weiß überhaupt nicht, ob das effektiv ist. Heißt, kämpfen nur 4 Leute. Ja, ihr seid ja auch nur 4. Sind wir nur 4? Kämpfst du nicht mit? Ich hab doch keinen Akku. Ey, Luki, so. Ich kann aber auch mitkämpfen. Okay, Leute, so. Aquan ist jetzt. Wow. What the fuck? Mein Sakura ist schon mal instant down. Jetzt kommt mein Granbull. Das habe ich ja entwickelt in der letzten Folge. 1888 WP und jetzt ist sein Hatera drin. Leute, ich glaube, ich hätte doch lieber stärkere Pokémon reinnehmen sollen. Das ist übel tanky. Macht aber nicht viel Damage, gell? Also, ich glaube, wenn wir Club kämpfen, können wir es schon easy schaffen. Wir müssen halt immer unsere Ultis einsetzen und so. Ich mache jetzt Ulti. Granbull, ich bin gespannt. Granbull, Ulti, Nahkampf. Okay, super effektiv. Oder super effektiv, nämlich sehr effektiv. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ausweichen? Ja, ich habe ausgewichen, easy safe. Leute, Arena Fights, ich habe schon so lange nicht mehr gefightet so in der Arena. Meine besten Pokémon, ich hatte ja mal über 3, also ich hatte so 2 Dragoans, die fast auf 3000 WP waren. Die musste ich ja beide verschicken wegen der Challenge, weil so Hyterra ist jetzt gleich mal down. Das ist eigentlich ziemlich belastend, weil solche Dragoans zum Fighten sind eigentlich übel nice. Okay, Hyperstrahl wurde gerade nicht mehr eingesetzt. Jetzt kommt ein Aquan und die Pokémon werden immer besser. Oh Gott, dammit. Jetzt, ich glaube, was habe ich noch dabei von der zweiten Generation? Okay, mein Granbull ist down, Aquan ist aber auch down. Und jetzt kommt ein Rizzo raus. Leute, nee, mein Granbull lebt noch, hä? Jetzt ist es down. Gut, Leute, jetzt kommt mein Octillery und ich bin sehr effektiv gegen das Rizoros. Ja. Als ob das wirklich so stark ist. 1600 WP geht schon hart ab. Lol, das Rizoros ist ja easy safe down. Octillery lebt sogar noch. Und jetzt kommt noch ein Rizoros. Nice, okay. Jetzt setze ich mal die Ulti ein. Ich weiß nicht, was die Ulti ist. Aber wir werden es eh gleich sehen. So, let's go. Ulti, Mülltreffer. Als ob der einfach so einen Mülleimer darauf wirft. What the fuck? Okay, aber das nächste Rizoros ist auch schon down. Als ob hinter mir. Okay, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hinter mir ist einfach so ein Pantymos, ist ja egal. Ich gehe mal weg von dem. Relaxo wird jetzt auch noch gerackt, aber Octillery ist echt nicht schlecht. Also ich muss sagen, dafür, dass es nur 1600 WP hat, ist es echt verdammt gut. So, Body Slam auszuhalten. Okay, Leute, jetzt kommt mein fast 3000er Relaxo. Das geht natürlich hart ab. Da ist seins instant down, oder? Ja, nice, 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 okay. Ja, jetzt kommen, glaube ich, noch 4 Pokémon oder sowas. Noch ein Rizoros. Ach du Kacke. Ich könnte eigentlich, warte. Okay, ich habe noch ein. Ne, Kokowai brauche ich jetzt. Ne, ich bleibe beim Relaxo, Leute. Ich glaube, das hat Erdbeben, genau. Relaxo, Erdbeben. Let's go, Rizoros. Oh, sehr effektiv. Und das ist jetzt auch schon gleich down. Nice. Wir müssen mal ausweichen, Leute. Und jetzt nochmal Erdbeben gegen das Aquana. Das geht instant down, oder? Perfekt. Aquana down. Ich weiß nicht, ich glaube. 2 Pokémon kommen noch, jetzt kommt ein 3000er Relaxo. Das ist schon mal ziemlich nice, aber ich zerstöre das jetzt einfach mal mit meinem Relaxo, Leute. Ich weiß nicht, wir können noch ein paar andere Pokémon ausprobieren, aber das ist jetzt halt echt eine Level 10 Arena. Das sollte ich eher mit stärkeren Pokémon fighten. Ich würde halt sonst noch gern von Schneckmark die Weiterentwicklung verwenden, aber die hat bei mir auch nur 1200 WP, von dem her nicht so mega nice. Und ja, das Relaxo geht jetzt auch schon gleich down, Leute. Come on, let's go. Gut, Relaxo ist jetzt down und ich glaube noch ein Relaxo, 3007 WP, als ob das einfach ein WP mehr hat als das andere. Aber gut, es ist nicht sehr effektiv gegen meinen Maximilan, mein Kokowai, heißt einfach so, keine Ahnung wieso. Wieso? Aber egal, jetzt kommt einfach mal die Ulti und dann wird das Relaxo gerackt, Leute. Also ich glaube, die Arena sollten wir schon relativ easy schaffen. Erdbeben hat das Relaxo eingesetzt, oh Gott, ich hätte ausweichen sollen. Jetzt kommt mal meine Ulti, Solarstrahl und das Relaxo ist auch schon down, wow. Nice. Wir sind fertig. Die erste Runde ist durch. Die Arena wird von Level 10 auf Level 8 gelevelt. Das ist schon mal in Ordnung. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Mal fighten, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn wir sie zerstört haben. Let's go. Leute, letzte Runde und ich würde sagen, let's go. Die Arena ist jetzt gerade auf Level 2. Ne, das ist die letzte. Ich glaube, die geht instant down, oder? Ich glaube schon, ne? Ja, wir schauen einfach mal. Ja, Leute, wir zerstören das jetzt. Das hat einfach so lange gedauert, obwohl wir jetzt hier zu viert oder zu fünft immer kämpfen. Aber egal, Leute. Jetzt setzen wir erstmal gleich alle was rein. Also alle können nicht was reinsetzen. Erstmal nur 3 Leute und dann müssen wir es nochmal leveln, glaube ich. Also
Mal schauen. Auf jeden Fall kämpfe ich hier gerade mit Rizeros, weil ich mein Relaxo jetzt nicht verschwenden will, was ich gleich reinsetze. Erstes Relaxo ist auch schon down. Das ging relativ schnell und jetzt direkt das zweite. Ich bin sehr effektiv gegen das Relaxo natürlich mit dem Rizeros, deshalb, ich würde sagen, jetzt einmal noch die Ulti und dann ist es down, oder? Come on. Erdbeben? Okay, es ist down, komm. Wir müssen es tryharden. Du hast gewonnen. Nein, es ist schon out. Es ist aus, ja. So, ja, wer kann das erste was reinsetzen? Die Arena ist zu weit entfernt, was? Halt's Maul! Ich stehe direkt neben der Arena, what the fuck? Ich muss mich jetzt beeilen, komm. Nein! Alter! Hä, wieso setzt du so ein schlechtes Gar? Okay, du hast kein besseres. Nein, Max. Gut, wir müssen das jetzt leveln. Leute, ich war ein bisschen zu langsam, weil auf einmal die Arena zu weit entfernt war. Das heißt, ich level das jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ich mache jetzt einfach auf Level 4 und setze ich meins noch rein. Alles easy. Leute, Arena wurde besiegt, von mir zumindest. Wow, 600 EP. Also wenn ihr jetzt die noch alle besiegt, dann sollte genug Platz sein, dass ich noch mein Relaxo reinsetzen kann. Ich werde das jetzt erstmal noch ganz aufheilen, dass es auch schon ready ist. 2953 EP hat es auf jeden Fall. Es geht schon mal ganz gut ab und hat auch auf jeden Fall einen guten IV-Wert. Das kommt dann in die Arena rein. Die ist dann erst Level 4, aber mal schauen, wie schnell die Roten oder die Gelben die Arena dann wieder übernehmen werden. Arena ist Level 4 und ich kann was reinsetzen. Ich setze einfach mein 2953er Relaxo rein. Jetzt ist hier drin ein Gyarados und Trainer Max. Dann von Mocha ein Relaxo 2500 WP. Noch ein Gyarados 2800 WP von Mad Skills. Ja doch, keine Ahnung. Und von mir dann mein 2953er Relaxo. Leute, das war's jetzt hier mit dieser ganz kurzen Folge Pokémon Go. Wir haben jetzt nur noch diese Level 10 Arena eben zerstört und unsere Pokémon reingesetzt. Das war's jetzt eigentlich. Ihr wolltet das alle mal unbedingt sehen, irgendwie in Arena Fight. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, Leute, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Aber morgen kommt dann auch wieder eine normale Folge, wo ich normal Pokémon fange. Das war jetzt nur eine kurze Arena-Kampffolge. Also gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Like da und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Without you by my side, I can't survive.